Der erste Motorblock dieses Jahr. Noch in KW1. Leute, es sind glaube ich 3 Grad oder so. Scheißegal. Erstmal gucken. Alles klar, Leute. Erstmal vielen, vielen Dank, dass wir dir 400 Abonnenten noch dieses Jahr voll gemacht haben. Ich habe wieder ein neues Fahrzeug. Diesmal aber kein Motorrad. Ich habe ein Auto geerbt, sozusagen. Mal wieder. Wer in meinen alten Videos oder wer schon länger meine Videos guckt und wenn ich mal über Autos spreche, dann ist halt immer ein bestimmtes Fahrzeug. Und zwar ein alter Mercedes, eine alte Mercedes E-Klasse Coupé, W124 genannt, aus Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Mein neues Projekt wollte ich euch mal vorstellen. Ein schönes altes Baby, was ich quasi geerbt habe, kann man so sagen. Kann man mich im Spiegel sehen? Sieht bestimmt bescheuert aus, was ich hier gerade mache. Also, herzlich willkommen zu meinem allerersten Autovlog, wenn man das mal so sagen kann. Und sagt zu mir nie wieder, das und das Motorrad verkaufe ich nie wieder im Leben, das wollt ihr schon immer haben, bla. Hätte es mir gesagt, wenn ich dann nochmal sagen würde, gebt ihr mir sofort eine Kopfnuss. Auf jeden Fall habe ich sie gerade aus der Werkstatt abgeholt. Nach fast 4 Wochen. Und TÜV ist drauf. Die neuen Reifen sind noch nicht drauf, weil die so einen Ständer nicht haben. Da die Reifen schon da lagen, weiß ich nicht, hat der TÜV-Mann auf jeden Fall schon einen TÜV drauf gemacht. Aber vielleicht könnte ich ja gleich ordentlich einen brennen lassen, da jetzt ja eh ein neuer Reifen drauf kommt. Und das Motorrad ja sowieso wahrscheinlich bald verkauft wird. Und hier vorne, so jetzt habe ich mich mal bis nach vorne gefudelt und hier ist der Gute mit seinem Eisenschwein und der macht uns heute den Roadcap. Ist natürlich für ihn so ein bisschen doof, dass er ja gar nicht so mitbekommt, was abgeht. Hat er quasi nichts vor sich. Was ist das für ein schönes Teil? Ey, was ist da los? Was ist los? Ja, du hast ein Problem. Ich glaube mit dem Gängel. Keine Ahnung. Ja.
schön, schön, schön. Ich hoffe, das hält. So Leute, Whiteout ist fertig. Ich bin jetzt hier auf dem Campingplatz mit Christian. Genau, Christian und noch einem Twitch-Kollegen. Und wir machen jetzt hier schöne Charts-Musik, habe ich gehört. Mir gefällt es auf jeden Fall. Und da haben wir so ganz lustige kleine Grills. Der sieht kleiner aus, als er ist. Nein, der ist wirklich klein. Ein bisschen verbranntes Fleisch. Alles klar, wir lassen den Abend ausklingen. Vielleicht mache ich später noch mal die Kamera an. Leute, 500 Abonnenten ist auf jeden Fall wieder eine Verlosung wert. Bin mal gespannt, wer so kommt und auch eine Kamera dabei hat. Ich denke mal, dass Sackratas wieder kommen wird. Freue ich mich mega drauf auf meine Lieblingssackratte. Aber ich musste einfach jetzt schnell fahren und ein Video machen und vor allen Dingen Danke sagen, Leute. 500 Abonnenten. Ich hätte es mir nicht vorgestellt, dass ich überhaupt mal ein paar Abonnenten habe. Ich habe mich noch gefreut, wo die ersten 100 kamen. Und war sehr geil, das Gefühl. Und das hatte ich jetzt am, wann war das denn? Ich glaube Freitag war das, ne? Am Freitag hatte ich die 500 voll. Freitag Nachmittag oder Mittag. Letzte Woche. Ich habe mich gefreut wie ein... Für mein Reichtum arbeiten. Haben wir die komplette Beleuchtung mit E-Nummern. Da, die waren ja sowieso schon mit E-Nummern. Gott sei Dank waren nur noch die Blinker, die gefehlt haben. Und der Auspuff. Und dann ja, muss ich mich halt noch darum kümmern, dass ich auf jeden Fall hier irgendwie mit, oh, heiß. Oh, der ist ganz schön heiß, du. Dass ich hier auf jeden Fall irgendwie eine Befestigung hinbekomme. Also, wir sind jetzt immer noch im Video, wo ich den Auspuff dran gebaut habe und die Blinkergläser gewechselt habe. Ich fahre jetzt schnell zum TÜV. Ich habe nämlich, nachdem ich alles angebaut habe, in Rheinberg noch angerufen, hier bei MSG oder wie das heißt.
wie das aussieht mit TÜV. Jetzt seht ihr ja, ich fahre schnell dahin. Jo, also ich bin wirklich sehr begeistert. Klar, das hat jetzt alles noch mal ein bisschen gedauert. Ne? Also wenn man jetzt überlegt, 3 unterschiedliche Auspuffe bestellt, bis das mal hingehauen hat, dann das Thema mit den ganzen TÜV-Geschichte. Gut, das hat jetzt dann auch nur 1,5 Wochen gedauert, aber es hat halt eine Stange Geld gekostet. Weil es nur TÜV, also Datenblatt plus TÜV und Einzeleintragung von dem Lenker. Der hat mir sogar die E-Nummer von dem Auspuff direkt in den Fahrzeugschein damit reingeballert. Also doch kein Shikano-Umbau, wie ich dachte, sondern so eine Lowrider ST-Umbau-Dingens. Aber ich glaube, die ist richtig sportlich. Die hat richtig viel Bodenfreiheit. Leute, Mahlzeit! Ich bin heute hier in Viersen bei Harley-Davidson. Die haben ein Open House bzw. Season End Party mit dem Sakratas und Denzel im Hintergrund, könnt ihr sehen. Und mal schauen, was ich heute alles aufnehme. Hier gibt es auf jeden Fall Essen, Trinken. Wir sehen uns gleich. Oh, Mahlzeit! Mahlzeit! Hi. Ja, und selbst? Ja, auch. Ja, das ist richtig gut gekommen. So, Leute. Schaut mal im Hintergrund die ganzen Motorräder an hier. Da ist der Kana alle quasi angeschrieben. Das ist, glaube ich, seine Tour. Kana Sweetlight heißt er auf Instagram. Da könnt ihr mal gerne vorbeikommen. Wir schnacken jetzt hier noch eine Runde und dann fahren wir, denke ich mal, gemeinsam nach Harley-Davidson Düsseldorf. Da ist ja Open House und werdet ihr eh sehen, Leute. Haut rein. Geil, Leute. Was eine Soundkulisse. Guckt euch doch mal rein, Leute. Geil. So, Leute, wir sind am Treffpunkt und guckt mal im Hintergrund, was alles hier los ist. Also, ihr seid schon ein bisschen verrückt. Mit so viel hätte ich nicht gerechnet. Aber freut mich. Da kommt meine liebste Sackratte. Perfekt. So, Leute, dann wir machen uns gleich auf den Weg. Ich habe aber jetzt noch einen kleinen Anschlag vor. Leute, kommt mal eben kurz alle zusammen. Alle drei, warte mal, irgendeinen suche ich doch. Ja.
Ich habe eine kurze Frage an euch alle. Könnt ihr singen? Nein. Hier ist einer dabei, der hat heute Geburtstag. Der aus Leipzig hat heute Geburtstag und der hat mir das nicht gesagt. Leute, ihr müsst mal alle für den singen. Das machen wir. Auf drei. Eins, zwei, drei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Eierkopf. Happy Birthday to you. So. Danke. Dankeschön, Leute. Oh Scheiße, habt ihr das gehört, Leute? Erstmal warten, dass alle bereit sind. Strecke löschen. Auf Null machen.
glaube, das hat gut funktioniert. Ja. Ja? Haben wir keinen verloren oder so? Nee. Perfekt. Weißt du, er muss Geld an mich bezahlen, ne, dass er hier Fotos macht. Wie sieht es hier schon wieder aus? Die Harley dient gerade echt als Dingsträger. Leute, ein ganz kurzes und knappes Video von mir. Mir geht es wieder besser. Ja, zumindest nicht mehr Corona-positiv. Für die, die da noch nichts mitgekriegt haben. Mich hat es jetzt auch mal erwischt nach fast 3 Jahren. Warte mal, da ist Licht, deswegen besser so machen. Jo, deswegen jetzt nur ein kleines, kurzes, vom Handy aufgenommenes Video hier. Leute, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Und ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten mit euren Familien und Liebsten und alles. Ich auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder, ganz klar. War jetzt ein bisschen alles komisch bei mir in letzter Zeit, wegen Corona und vorher schon krank gewesen. Und deswegen kam jetzt auch nichts mehr. Eigentlich wollte ich schon längst hier neue Scheinwerfer, ja doch, Lampen und alles eingebaut haben. Oh, ist richtig stürmisch hier, falls ihr das mitkriegt. Ja, deswegen einfach mal ein ganz kurzes Video. Auf jeden Fall danke, dass wir dieses Jahr noch die 1000 Abonnenten voll gemacht haben. Das ist richtig krass, damit hätte ich nicht gerechnet. Genauso wie mit dem letzten Whiteout, damit hätte ich nicht gerechnet. Also, das ist schon krass, was wir da dieses Jahr auf YouTube zusammen erreicht haben, ehrlich gesagt. Na klar, viel hat wahrscheinlich mein neues Baby mit zu tun, aber trotzdem ist das eine Leistung, auf die ich stolz bin. Und ich freue mich, wo die Reise noch hingeht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir da hier ein bisschen aufräumen nächstes Jahr. Hatte ich ja schon längst vor. Ach, wie oft habe ich das schon gesagt, Leute. Ja, im nächsten Video, im neuen kommenden Jahr, werde ich auch noch was dazu sagen zu 1000 Abonnenten. Da wird es auch eine Verlosung geben. Ich mache mir mal Gedanken, was wie wo, weil ein bisschen muss man ja auch was zurückgeben. Jo, Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Feiert schön, trinkt ordentlich, ballert ordentlich und wir sehen uns. Haut rein!